Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Diese Woche haben wir ein steirisches Bier, Murauer Pils. Naja, seit 1495 steht drauf, aber das bezieht sich auf die Wurzeln der Brauerei, nicht auf die des Pils, weil bekanntermaßen Pils gibt es erst seit 1842. Und dieses Pils von Murauer ist überhaupt ganz neu, neue Rezeptur. Die Murauer haben ja lange Zeit eher so einen römischen Pilzstil gehabt. Jetzt sind sie mehr umgeschwenkt auf, ja, wenn man sagt, German-Style Pilsner. Also ein sehr schlankes, auch sehr helles Pilzbier. Wir sehen, dass das auch einen ganz schönen weißen Schaum, sehr feinporig hat. Und wenn man dran riecht, bekommt man hier eine ganz intensive Hopfennote mit einem leichten Hefetouch. Das ist immer so nett, wenn bei einem Pilzbier, da darf ein ganz, ganz leichter Touch von Hefe drauf sein. Es darf nicht stark nach Hefe riechen, sondern man bekommt da die deutschen Edelhopfen raus und man bekommt einen leichten Hauch von Hefe. Und wenn man dann antrinkt, gleich vom Anfang an erfrischend und es entbindet sich CO2 am Obergaumen und bringt gleich diesen intensiv herben Ton bei einer doch vertretbaren Bittere heraus. Das Bier ist natürlich wie jedes Pils ein helles, untergäriges Bitterbier, aber das zieht dann nicht alles zusammen, sondern es sind eben diese Edelhopfen, die hier verwendet werden. Es ist das Grundhopfung drinnen aller Dauer Tradition und das Aroma kommt dann vom Hersbrucker. Und diese deutschen Hopfen geben dann natürlich auch das den typisch deutschen Pilzcharakter. Schlank im Antrunk, gerade vollmundig genug im Trunk und im Nachtrunk sehr schön trocken. Wenn man das jetzt einmal drüber atmet, bekommt man so richtig mit, dass diese Hopfenaromen schön beibehalten werden. Also das ist jetzt so genau das Bier, wo man sagt, viele meinen, Pils ist ein super Aperitif. Ich habe da eher den Eindruck, ich würde dieses Bier so zu einer Salatplatte oder zu zu etwas, was ein bisschen säuerlich ist, versuchen, weil da hat man nämlich eine sehr schöne Kombination, weil da kommt dann mit der Säure, die wir in der Salatmarinade haben, dann vielleicht auch noch dieser Hopfenton noch ein Stückchen stärker heraus. Mir ist er andererseits stark genug. Noch einmal dieses wundervolle Aroma aufnehmen. Jetzt, wo das Bier etwas länger im Glas ist, merkt man, es erinnert auch ein bisschen an eine Sommerwiese. Wir haben da so ein bisschen einen Graston drinnen. Das sehr, sehr ausgewogene, nicht zu scharfe, aber gerade die Pfeffrigkeit des Hopfens unterstützende Bier. Ein wunderbares Bier für den Sommer, für den Herbst, für den Winter. Naja, und aufs Frühjahr freuen wir uns auch schon. Aber nächste Woche, da ist dann wahrscheinlich Winter, na, da werden wir wahrscheinlich ein Winterbier trinken. Herzliches Prost!